Scheiße. Kacke, ey. Mahlzeit zusammen. Heute schauen wir uns zusammen von Umarex die HK Heckler & Koch USP Kompakt an. Ja? Wir hatten die USP bereits in der normalen Variante hier vorliegen, in der Match-Variante und jetzt in der kompakten Variante. So, ein paar technische Daten, welche uns diese Verpackung hier schon verrät. Mechanisch, also Federdruck das Ganze, die Energie liegt bei unter 0,5 Joule. Wir haben einen beweglichen Schlitten, einen Innenlauf aus Metall, ein Hop-Up verbaut, welches nicht einstellbar ist, ein schweres Magazin, in welches 12 BBs a 6 mm passen. Das Gewicht der USP-Kompakt beträgt 540 Gramm. Das ist für so eine Größe recht ordentlich. Die Länge beträgt 172 mm und es ist ein authentischer Nachbau. So, ganz einfach verpackt hier wieder. Pappdeckel ab. Bedienungsanleitung kommt zum Vorschein. Schauen wir uns nicht genauer an. Das ist ja mal niedlich hier. Ich glaube, das sind noch nicht mal 100 Kügelchen. Müsste ich noch mal auf der Verkäuferseite nachschauen. Das sieht mir aus wie... Vielleicht sind es auch doch 100 Kügelchen. Definitiv 0,12 Gramm. So. Und da ist das kleine Stückchen auch schon. Ja, passt gar nicht richtig in die Verpackung. So. Raus damit. Was wirklich gleich zu Beginn positiv auffällt, ist das hohe Gewicht von über 500 Gramm. Für ein Teilchen dieser Größe echt nicht schlecht. Wir lesen im Internet, dass es eine Vollmetallpistole sein soll. Ist völliger Kappes. Die ist ringsrum aus Kunststoff. Ja? Wir haben allerdings in drin Metallteile verbaut, welche das Ganze hier sehr schwer wirken lassen. Es ist wieder ein recht günstiger Kunststoff hier verbaut. Er fühlt sich aber nicht ganz so billig an wie beispielsweise der von der komischen Israel Eagle, die wir mal hier hatten. Das ist soweit schon ganz nett. Wir haben geriffelte Griffschalen auf der rechten und auf der linken Seite und wieder hier unsere etwas stärker geriffelten Vorder- und Rückseiten an der Handfläche. Ja, was machen wir als nächstes? Kommen wir kurz zu den Markings. Wir haben auf der linken Seite stehen HK USP Kompakt, Kaliber 6 mm BB, eine Seriennummer. Auf der Griffschale links HK USP. Drehen wir den Spaß um, sehen wir auf der rechten Seite auf dem Hülsenauswurf HK, Energy unter 0,5 Joule. Auf dem Schlitten Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH und auf der Griffschale HK USP. Das ist doch soweit schon mal ganz nett. Was mir an der USP Kompakt gleich aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wenn wir sie einmal repetieren, dort überhaupt keine... es kratzt nicht, ja, wie beispielsweise bei der, auch mal wieder bei der Israel Eagle, welche ich hatte und bei diversen anderen Pistölchen. Hier lässt sich der Schlitten sehr angenehm ziehen, muss man einfach so sagen. So, wir haben einen recht angenehm zu betätigenden Abzug wieder. Wenn wir repetiert haben, geht es ganz leicht bis zu einem gewissen Druckpunkt, den wir überwinden müssen. Da ist der Weg dann relativ klein, bis ein Schuss ausgelöst wird. Gefällt mir sehr gut. Was endlich mal wieder hier vorliegend sehr schön ist, ist die Tatsache, dass die USP Kompakt auch wieder über einen funktionierenden Schlittenfang verfügt. So, wir haben ein leeres Magazin eingesetzt. Wir repetieren einmal und zack. Der Schlitten bleibt hinten. Wir wissen, aha, keine BB mehr im Magazin. Sehr schön, nicht? So, den Schlittenfang lösen wir ganz klar, indem wir hier den Schlittenfang nach unten betätigen. Zack, ne? Weiter geht's. Hahn ist gespannt. Plopp. So, was können wir uns noch anschauen? Die Sicherung einmal. Dazu nehme ich das Magazin einmal nochmal raus, sonst setzt der Schlittenfang ein. Wir repetieren einmal. Fühlt sich echt geil an. So, das müsste hier links die Sicherung sein. Die legen wir jetzt einmal nach unten und können keinen Schuss mehr abgeben. So, Sicherung auch mit, selbstverständlich mit dem rechten Daumen wunderbar zu bedienen. Nach oben und schon ploppt es wieder, ja. Herrlich. So, Magazin-Auswurfknopf
wie üblich bei der USP und bei manch anderen Modellen hier unter dem Abzug. Sowohl links als auch rechts zu bedienbar. Einfach nach unten klicken, Magazin kommt uns entgegen. Ein recht schweres Magazin, wie wir auf der Packung gelesen haben. Hier sind definitiv Metallteile verbaut und das nicht zu knapp. So, das ist soweit ganz nett. Wir haben keine Punkte gefärbten auf dem Visier. Macht mal fast den Eindruck, als wäre das mal die Absicht gewesen. Drauf geschissen. Ich würde sagen, wir kommen zum Schusstest und schauen uns an, ob die kleine USP denn besser ist als die böse, böse Match-Variante, die ich hier hatte. Ja? So, bis gleich. So Leute, wegen der letzten Kritik, die wir hier von ein, zwei Leuten bezüglich unserer Schusstests erhalten haben, habe ich es mir nicht nehmen lassen, diese extrem teure Armauflage extra für Airsoft-Reviews zu besorgen, ja, für Airsoft-Schusstests, speziell im 0,5, unter 0,5 Joule-Bereich. So, da ist das gute Stück, selbstverständlich auch der passende Hocker mit dazu. So, ich muss mir beeilen, nicht zu viel Scheiße labern, denn hinten die Kamera hat nicht mehr allzu viel Speicherkapazität. So, 10 Schuss habe ich mal reingemacht, 0,12 Gramm, denn damit wird das Apparätchen ja auch geliefert. Dann wollen wir mal gucken, ne? Schon alle? Habe ich mich einfach verzählt? So Leute, das Ergebnis war so miserabel mit der USP Kompakt, dass ich jetzt nochmal im direkten Vergleich die Elite Force heranziehe. Wir machen nochmal 4-5 Schuss mit der Kompakt auf ein frisches Zielscheibchen. Ich muss mich ein bisschen beeilen wegen dem Speicherplatz. So, 4 mit der USP, dann ballern wir gleich 4 Schuss mit der Elite Force nach. So, das bei dem direkten Vergleich. Jetzt kommt noch der Chronograph zum Einsatz. So, Herrschaften, jetzt geben wir 5 Schuss in den Chronographen ab. Dieser ist kalibriert auf 0,12 Gramm, a 6 mm. Auf geht's. Da kommt es wieder rausgeploppt, habt ihr nicht gesehen? Ach so, schade, sehr schade. So, 0,12 Joule. Wow! Null Komma eins acht Joule, Null Komma eins sieben Joule, Null Komma eins drei Joule. Tja, Fazit. Liebe Leute, wir kommen zum Fazit. Ja, wie im Chronotest zu sehen, erreichen wir mit der hier vorliegenden USP Kompakt maximal 0,18 Joule, was wohl unterstes Erbsenpistolenniveau ist, ja, nicht wirklich toll. Und im direkten Vergleich beispielsweise mit der Elite Force hat sie auch beim Schusstest bzw. beim Trefferbild ziemlich verkackt, ja, sagen wir so deutlich wie es ist.
für zwischen, ich glaube, 18 und 21 Euro ein optisch und haptisch eigentlich recht schönes Modell. Sehr schade, dass sie dann im Schusstest so versagt hat. Möchte ich euch nicht unbedingt ans Herz legen. Link zu dieser USP-Kompakt dennoch selbstverständlich in unserer wunderschönen Videobeschreibung. Wir sehen uns die Tage wieder bei oder zu weiteren wundervollen, spannenden Airsoft-Reviews. Schaltet wieder ein, wenn ihr Bock habt. Ich bin raus. Tschüssikowski.